Ja, herzlich willkommen zu Teil 3 dieser kleinen Serie über Jüngerschaft. Das ist ja jetzt hier ein öffentliches Meeting im Gegensatz zu dem geheimen Meeting, was vorhin war. Das soll auch nicht geheim sein, es wird offenbar werden, was da rauskommt. Aber es sind eben einige neue jetzt dabei, die vorher noch nicht da waren, und das ist gut, weil das gibt mir Gelegenheit, was ganz wichtig ist, nochmal zu wiederholen, um dann fortzufahren. Ich will jetzt sprechen in dieser Einheit und auch in der folgenden über den Lebensstil oder über das geistliche Leben des Jüngers. Vorhin haben wir darüber gesprochen, wie man Jünger macht, aber jetzt wollen wir das beschreiben, ja, wie lebt der Jünger? Was bedeutet das, in Jüngerschaft zu leben? Und grob zusammengefasst können wir sagen, ein Jünger lernt bestimmte praktische Dinge immer wieder, jeden Tag zu tun. So, die ganze Betonung ist auf tun, nicht auf wissen. Jesus sagt, macht zu Jüngern, lehrt sie zu bewahren, alles, was ich euch geboten habe. Also da sind Dinge, die wir durch die Kraft Gottes dann praktisch umsetzen sollen. Und die will ich ja mal grob beschreiben, und dann werden wir uns fokussieren auf den ersten Punkt. So, da sind einige Dinge, die das Leben des Jüngers, sein geistiges Leben beschreiben. Leben mit dem Worte Gottes. Und ich werde nachher viel Zeit nehmen zu erklären, wie das praktisch aussieht. Damit verbunden Gemeinschaft mit Gott, die Gegenwart Gottes suchen. Der Jünger soll trainiert werden, zu Hause alleine am Montagmorgen ohne Lobpreisband in die Gegenwart Gottes zu kommen, um von Gott selber zu empfangen. Er ist nicht abhängig von uns, er ist nicht abhängig von der Atmosphäre oder auch von der Gemeinde, sondern er ist abhängig vom Herrn, und wir bringen ihm bei, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das können wir tun, egal wie die Umstände sind. David sagt, ich suche, als er in der Wüste war, ich suche dich im Heiligtum. So mitten in der Wüste, was war da für ein Heiligtum? Die Gegenwart Gottes ist da, wo du dich aufmachst, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und das muss erklärt werden. Das reicht nicht aus, dass wir ihn mit Phrasen abspeisen und sagen, ja, du musst einfach Gott suchen. Das versteht ein Neubekehrter nicht. Ja, wie Gott suchen? Spielt er Verstecken mit mir oder was? Wie soll ich mir das vorstellen? Ja, aber die Bibel beschreibt, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, und das bringen wir dem Jünger bei. Das ist ganz, ganz essentiell. Und zwar, das Wichtigste dabei ist, aus Entschiedenheit und aus Verpflichtung, es jeden Tag zu tun. Es gibt viele Leute, die beten, wenn sie dazu Lust haben. Und wenn sie keine Lust haben, was leider die meiste Zeit ist, dann beten sie nicht. Und das funktioniert nicht. Sondern der Trick ist, zu verstehen, da ist das Fleisch, dieser Widerstand gegen Gott, der ist bei mir. Und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Und das Fleisch wehrt sich gegen die Gegenwart Gottes. Und das Fleisch will nicht dienen. Das Fleisch will nicht vergeben. Das Fleisch will nicht beten. Das Fleisch will nicht im Wort sein. Das Fleisch will überhaupt nur das tun, wozu es Lust hat. Und meistens hat es zu gar nichts Lust oder zu Dingen, die zerstörerisch sind. Ja? Und manche sagen, ja, aber weißt du, es wäre doch so viel einfacher. Gott könnte es doch so machen, dass in der Bekehrung das Fleisch einfach weg ist. Ja, das wäre doch so viel einfacher. Ich werde nur noch Geist sein und ich lebe im Geist und habe keine Probleme mehr mit dem Fleisch. Nein, 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 Gott hat seine Weisheit da drin. Warum ist das Fleisch geblieben? Damit du einen Trainingspartner hast, damit du lernen kannst, jeden Tag zu überwinden. Und wenn du heute überwunden hast, morgen steht es wieder da und morgen musst du wieder überwinden. Und durch diesen Lebensstil des Überwindens, da es hat Gott dir wie ein Boxer, ja, vor dem großen Kampf hat er diese Sparringpartner oder wie die heißen, ja, an denen er sich abarbeitet und an denen er trainiert, ja, damit er fit wird für den großen Kampf. Und das ist das Fleisch. Aus lauter Güte lässt Gott das Fleisch. Und wir dürfen, oder der Jünger macht nicht den Fehler, weil er richtig gelehrt ist, sich zu identifizieren mit dem Fleisch. Er wird nicht sagen, was bin ich doch für ein schlechter Christ, dass ich gar keine Lust habe nach der Gegenwart Gottes, dass ich keine Lust habe, zur Bibel zu lesen und zu dienen, schon gar nicht. Was bin ich nur für ein furchtbarer Christ? Nein, wir erkennen, da ist das Fleisch, aber wir sind frei, wir sind im Geist und wir können entgegen den Wünschen des Fleisches
Entscheidungen treffen. Und ein Jünger lernt, seine geistlichen Muskeln zu gebrauchen und er tut die Dinge, die richtig sind und die notwendig sind, nicht zu denen er Lust hat oder zu denen das Fleisch ihm sagt, ja, das hätte ich jetzt gerne. Ja, so ist es sehr, sehr sinnvoll aus Gottes Sicht, dass dieses Fleisch da ist und dass wir lernen. Und es gibt manche Leute, die geben sich mal so einen Ruck, vielleicht auch gerade nach so einem Seminar, okay, also jetzt habe ich verstanden, ich muss durchstarten und dann starten sie durch mit aller Kraft 3 Tage und nach 4 Tagen ist die Luft raus und dann fängt der Schlendrian wieder an, dann fängt irgendwie das Leben in Passivität wieder an. Du kannst dann wieder durchstarten, aber es ist viel einfacher, einmal durchzustarten und dabei zu bleiben. Es ist viel, viel einfacher. Ja, weil du nicht jedes Mal wieder neu diese anfängliche Energie aufbringen musst, um gegen die Neigungen, die Natur des Fleisches aufzustehen, sondern du lässt das hinter dir und du sagst, das ist normal und das wird meine neue Natur gegen die Wünsche des Fleisches mich durchzusetzen. Gott hat dir den Heiligen Geist gegeben, den Geist der Kraft und du bist fähig. Gott sagt, du bist fähig. Ja, aber ich spüre, ich bin so schwach. Gott hat dir diesen Geist der Kraft gegeben und wenn du das glaubst und danach handelst, wirst du sehen, die Kraft ist da. Wenn du erst die Kraft spüren willst, um sie dann einzusetzen, du wirst sie nie erleben. Ja? Das ist extrem wichtig, dass du das verstehst, dass Leben als Jünger heißt, ich habe die Entscheidung getroffen, ich gehe nicht mehr nach den Wünschen meines Fleisches. Ja, fleischliche Begierden, das ist nicht nur sexuelle Unreinheit, das ist Passivität, Lustlosigkeit, nicht dienen wollen, nicht geben wollen, all diese Dinge, das macht das Fleisch aus. Ja. Und wir haben jetzt eine neue Richtlinie, wir haben einen neuen Geist und wir können gegen das Fleisch aufstehen. Und Reife beginnt damit, dass wir lernen, nicht mehr vom Fleisch bestimmt zu werden. Galater 5, 24 hatten wir gestern schon, die Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch gekreuzigt mit allen Lüsten und Begierden. Halleluja, wir sind Geist und wir leben nach dem Geist, das heißt, wir leben nach der Wahrheit, wir leben nach dem, was richtig ist, was geboten ist, was von uns erwartet wird, weil Gott uns diese Gnade gegeben hat. Wir können ihm gehorchen. Halleluja. Und jetzt erwartet er von uns, dass wir das praktizieren. Und je konsequenter wir das tun, umso einfacher wird es. Ja? Und das macht ein Leben in Jüngerschaft aus. Also Gott suchen, auch dann beten, wenn wir keine Lust haben. Und nicht aufgeben und denken, ja, was hat es jetzt heute gebracht? Ich fühle nichts. Du betest nicht, weil du immer was fühlen willst, sondern du betest, weil Gott sagt, bete alle Zeit. Und du guckst nicht, ja, hat es jetzt was gebracht? Oder ja, es gibt Tage, auch wenn ich jetzt Jahrzehnte mit dem Herrn gehe, es gibt Tage, wo Beten extrem schwer ist. Ja, aber anders als früher sage ich nicht, ja, heute ist es schwer, ich versuche es morgen nochmal. Sondern heute ist es schwer und ich sage, Herr, du weißt, dass es mich heute viel kostet, aber ich liebe dich und du hast mich gerufen, vor dir zu sein, dich anzubeten, dich zu ehren, in deine Gegenwart zu kommen und ich tue das, ob mir das schwer fällt oder nicht und ob ich dabei was erlebe und oft erlebe ich sehr viel in der Gegenwart Gottes, aber es gibt Tage, wo ich nichts erlebe, so what? Gott hat nicht versprochen, jeden Tag mich in Glückseligkeit zu hüllen und damit zu überschütten. Gott hat gesagt, sucht mein Angesicht, ständig. Und ich tue es, weil ich Gott gehorchen will, weil ich ihn ehren will. Halleluja. Und langfristig wirst du sehen, wie sich das auswirkt. So, der Jünger geht nicht mehr nach dem, wozu er Lust hat, sondern der Jünger geht nach dem, was richtig ist, was geboten ist oder was die Wahrheit ist. Danach geht der Jünger. Ja, und zu diesem Gott suchen gehört auch dieses kostbare Geschenk, beten im Geist. Und das wird der Jünger regelmäßig tun, er betet im Heiligen Geist. Judas sagt, erhaltet euch in der Liebe Gottes, betet im Heiligen Geist. Ja, da ist ein Zusammenhang zwischen beten im Geist, beten in Sprachen und empfangen der Liebe Gottes. Dann etwas anderes, was wir vorhin schon erwähnt haben, das ist ein bisschen Wiederholung, Fasten. Fasten gehört zum Lebensstil eines Jüngers und Fasten bedeutet, um des Herrn willen einmal für eine bestimmte Zeit auf feste Nahrung zu verzichten. Ja, wo, was soll mir das bringen? Das wirst du merken, wenn du dann fastest.
Der Herr hat gesagt, das ist das Leben eines Jüngers. Dazu gehört Fasten. Dann der ganze Bereich von Geben. Dazu gehören nicht nur Finanzen, dazu gehört auch Dienen, ist eine Form des Gebens. Auch Liebe geben, Ermutigung geben, Lob geben, Anerkennung geben, Zeit und Aufmerksamkeit den Geschwistern geben. Das ist der ganze Bereich Geben. Ein Spezialbereich von Geben ist Vergeben. Was tun wir in Vergeben? Wir geben auch etwas. Wir geben das Recht auf Rache, das Recht auf Wiedergutmachung geben wir auf. Das ist eine besondere Form des Gebens, die sehr gesegnet ist, die sehr, sehr wichtig ist. Ja? Wenn wir nicht vergeben, dann haben wir in unserem Herzen, der hat mir das angetan und das wird er mir bezahlen. Und wir sind gnadenlos, wie das in der Bibel dieser Knecht tut. Er packt sie am Kragen und wirkt sie, bezahle mir, was du mir schuldig bist. Das ist, was wir tun, wenn wir Menschen nicht vergeben haben. Aber wenn wir vergeben, dann lassen wir los. Wir erlassen ihnen ihre Schuld und wir lassen sie los und sagen, Herr, du wirst dich kümmern darum und du wirst das in Ordnung bringen, zu deiner Zeit, auf deine Art und Weise. Wenn wir nicht vergeben, dann fordern wir unser Recht. Aber ein Jünger hat verstanden, er hat kein Recht. Er hat nicht ein Recht, anständig und ordentlich und fair behandelt zu werden. Er hat nicht dieses Recht. Er ist ein Jünger Jesu, er hat das aufgegeben, er ist ein Sklave. Welches Recht hat ein Sklave? Er hat keine Rechte mehr. Und wir gehören nicht uns selbst, wir gehören Jesus. Halleluja. Dankbarkeit, auch eine Form von Geben. Wir geben dem Herrn und ein Leben steht in Dankbarkeit, ist extrem wichtig. Ja? Und entweder wir meckern und murren und sind unzufrieden oder wir sind dankbar. Beides zusammen funktioniert nicht. Entweder oder. Ja? Und wir können lernen, ein Leben in Dankbarkeit zu führen. Und du kannst dich hinsetzen. Und ich kann mich erinnern, als ganz junger Christ, der Herr fing an, über diese Dinge zu sprechen. Und er sagt, ich möchte, dass du mal jetzt 5 Minuten dankbar bist für deine Eltern. Und ich sagte, was? 5 Minuten? Da fällt mir gar nichts an, außer Beschwerden. Ja? Und da soll ich jetzt dankbar sein. Und dann noch 5 Minuten? Das ist unmöglich. Ja. Man kann so voller Bitterkeit und so voller negativen Dinge sein und so viel Anklage und Kritik, da ist überhaupt kein Raum da. Aber Danken setzt frei. Danken bringt dich in Unterordnung unter Gott. Du hörst auf zu sagen, Gott, du hast einen Fehler gemacht, mich in diese Familie aufwachsen zu lassen. Du hast einen Fehler gemacht mit meinem Ehepartner, du hast einen Fehler gemacht mit dem und dem und dem und so weiter. Ständig dieses Meckern und dieses Unzufriedensein und Nörgeln. Und Danken setzt dich frei. Danken bringt dich in Unterordnung unter Gott, ja, und macht Raum für das Wirken Gottes. Dankbarkeit ist extrem wichtig und man kann Dankbarkeit kultivieren. Ja, und das ist, was die Bibel sagt, sag Dank alle Zeit. Ja, das heißt nicht, dir fährt einer ans Auto und jetzt bist du dankbar dafür, dass der dein Auto beschädigt hat. Aber du bist dankbar, dass Gott da ist, dass er dich bewahrt hat und er wird die Rechnung bezahlen, er wird sich um alles kümmern und du bist dankbar, dass du noch am Leben bist und du hast viele, viele Gründe, dankbar zu sein. Ja? So, wir sind dankbar. Halleluja. Paulus sagt, seid reichlich dankbar. Ja, was heißt reichlich? Wissen wir nicht genau. Okay, dann lieber ein bisschen mehr Dankbarkeit noch. Ja? Den Glauben bekennen gegenüber Ungläubigen, das habe ich auch schon erwähnt. Deine Umgebung muss wissen, dass du Christ bist. Das heißt nicht, du hast den Auftrag, die, ob sie wollen oder nicht, voll zu predigen, aber du hast genügend Gelegenheiten im Alltag. Man redet über dies, man redet über das, man redet über aktuelle Tagesthemen und politische Ereignisse und so weiter. Und du kannst in jeder Gelegenheit sagen, wer du bist und wofür du stehst und was du glaubst und was dir wichtig ist. Okay, all diese Dinge, die ich jetzt aufgezählt habe, sind eben konträr zum Fleisch, konträr zu unserer alten Natur. Ja? Und indem wir diese Dinge einbauen in unser Leben, demütigen wir uns. Weil unsere Natur möchte was ganz anderes. Wir möchten meckern, wir möchten unser Recht, wir möchten uns durchsetzen und wir wollen das tun, wozu wir Lust haben. Und wenn wir diese Dinge beachten, dann demütigen wir uns. Und das ist gut, weil wenn wir uns demütigen, dann kann Gott uns Gnade geben. Demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Und wir wollen erhöht werden, wir wollen die Gnade haben, wir wollen in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Wir wollen den Segen haben. Und der Weg ist, dass wir uns demütigen, weil Gott gibt Gnade dem Demütigen.
Und dem Stolzen widersteht er. Und was unser Jünger braucht, den wir da jetzt anleiten wollen, der aus seiner Bindung, aus seinen alten Prägungen kommt, was er braucht, ist die Gnade Gottes. Er wird nicht durch seine eigene Willenskraft frei werden, sondern durch die Gnade Gottes. Deswegen leiten wir ihn an, bring dich an den Platz, wo du Gnade empfangen kannst. Und dann wird Gott seinen Teil tun. Gott ist mehr willig, ihm zu helfen, als er selber Hilfe haben will. Wir sind das Problem, nicht Gott. Manche irgendwie flehen Gott, oh, bitte hilf mir und mach doch und tu doch. Und warum machst du das nicht und warum hörst du nicht meine Gebete? Das ist total heidnisch. Niemand ist so willig, uns freizusetzen, uns aufzubauen, uns stark zu machen, uns zum Segen zu setzen, wie Gott selber. Gott muss nicht motiviert werden durch unsere Gebete. Das ist total heidnisches Denken. Ja? Sondern wir geben Raum für Gott. Auch wenn es diese Formulierung so nicht gibt, jedenfalls nicht nach meinem Wissen. Aber es gibt die negative Aussage, gibt dem Teufel keinen Raum. Und wenn wir dem Teufel keinen Raum geben sollen, dann können wir auch sagen, ja, wir wollen Gott Raum geben. Es liegt an uns. Und da sehen wir unsere Verantwortung. Wir wollen Gott Raum geben. Er ist willig, er ist motiviert. Und jetzt wollen wir ihm Gelegenheit geben, in unserem Leben zu wirken. Und dadurch oder deswegen bringen wir uns an diesen Platz, wo wir uns demütigen, damit er uns Gnade geben kann. Jede Veränderung, jede Charakterveränderung, jede Befreiung von irgendwelchen sündhaften Neigungen und Zwängen und so weiter, all das ist Gnade. Wir brauchen die Gnade Gottes. Und die Gnade kommt in unser Leben, wenn wir uns demütigen, weil Gott dem Demütigen Gnade gibt. Das ist eine ganz praktische Form von sich demütigen. Vielleicht könnten wir noch eins dazu tun, im geeigneten Rahmen, im Hauskreis oder so, Sünde bekennen. Bekennt einander Sünde und betet füreinander, damit ihr gesund werdet, sagt Jakobus. Ja, und manches Mal in Jüngerschaft gebe ich dann demjenigen, den ich anleite, den Auftrag, okay, beim nächsten Hauskreis wirst du mal dich demontieren und dich entblättern und mal sagen, Leute, ich mache hier immer, so ein konkreter Fall jetzt vor einigen Wochen, ich mache hier immer so den Starken und ich gebe immer den Eindruck, ich habe alles im Griff, aber ich will euch sagen, ich habe an den und den Stellen heftige Kämpfe und ich brauche Hilfe, ich brauche die Gnade Gottes und ich will, dass ihr das wisst und ich möchte euch herzlich bitten, für mich zu beten. So ein kleiner Schritt der Demütigung setzt so viel frei. Und manche wollen lieber stundenlang über ihre Probleme reden, als ihre Probleme zu lösen oder Schritte zu gehen, dass die Probleme gelöst werden. Und Sünde bekennen vor den Geschwistern im geeigneten Rahmen, wo wir auch wissen, die können damit richtig umgehen und die benutzen das nicht als Waffe gegen uns, also im Hauskreis dann. Das ist eine sehr effektive Art und Weise, uns zu demütigen. Wir müssen nicht ins Detail gehen, aber wir sagen einfach, Leute, in dem Bereich habe ich enorme Kämpfe und ich brauche die Gnade Gottes, könnt ihr für mich beten. Das wirkt Wunder, weil wir uns demütigen. Okay, das fehlt hier in meiner Liste, muss ich unbedingt dazu notieren im Konzept. So, das sind die allgemeinen Dinge, die zum Lebensstil eines Jüngers gehören und die soll er einbauen in sein Leben. Und das geht nicht ohne Entscheidungen. Das kommt nicht einfach nur so, weil wir es gehört haben, sondern es kommt durch Entscheidungen, die wir treffen und auch diese am besten schriftlich mal aufschreiben und sagen, dazu verpflichte ich mich. Das ist, was ich lernen will, eine endgültige, verpflichtende Entscheidung gibt dem Heiligen Geist Raum, dich zu erinnern. Hey, du hast dich festgelegt, jetzt ist eine Gelegenheit. Und dann handel nach dem, was der Heilige Geist dir zeigt. So, all das sind verschiedene Formen, die eins ausdrücken, der Jünger ist bereit, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Weil Sünde grundsätzlich ist verantwortungslos, will keine Rechenschaft geben, will machen, was sie will und will von niemandem zurechtgewiesen werden und will sich von niemandem verantworten. Aber das Leben eines Jüngers ist in Rechenschaft vor Gott und wenn es echt ist vor Gott, dann auch vor den Geschwistern in der Gemeinde. Sonst ist es nur ein religiöses Spiel. Und der Jünger ist bereit, Verantwortung zu übernehmen für sein Leben und er will lernen. Er ist ein Lernender, er ist ein Schüler
Und er hört auf, jetzt irgendwie Ausreden sich auszudenken, warum es mit ihm so und so ging. Es gibt Leute, die haben schlimmen Missbrauch erlebt und das ist furchtbar. Und Gott ist ein Heiler. Aber wenn wir uns immer darauf berufen, ja, ich bin missbraucht worden, ja, und das als Ausrede nehmen und quasi als Entschuldigung, wir müssen jetzt keine Gehorsamschritte gehen, ja, weil wir sind ja missbraucht worden, wir sind verletzt worden. Hey, hallo, ich will dir was sagen, mehr oder weniger sind wir alle verletzt worden. Ja? Und wir berufen uns nicht darauf, ich bin verletzt worden, sondern ich habe einen Heiler. Das ist viel wichtiger als, ja, zurückzuschauen, ich bin verletzt worden. Ja? Sondern zu sagen, okay, es ist furchtbar, was passiert ist und Gott ist da im Unrecht auf meiner Seite. Aber das ist keine Entschuldigung für Beurlaubung vom Gehorsam. Ja? Und manche Leute sagen, ich bin so verletzt worden, ich kann jetzt nicht diesen Lebensstil einüben, weil ich bin ja so verletzt worden, ich muss erst heile werden. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Du wirst heile durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Das ist der Weg der Heilung. Das ist der Weg der Freisetzung, dass du lernst, das zu tun, was richtig ist. Und da müssen wir wirklich eine starke Betonung setzen und dem Jünger erklären, an Jesus glauben ist die Entscheidung, ich will lernen, ihm zu gehorchen. Glauben ist gehorchen. Und viele trennen das und sagen, Glauben ist die richtigen Dinge irgendwie denken oder wissen oder Dogmen oder so irgendwie zitieren können. Wenn Glauben nicht zu Gehorsam führt, ist es nicht der biblische, neutestamentliche Glauben, sondern es ist einfach ein frommes Imitat. Ja? Und ich will euch das zeigen aus einem Wort, das sehr, sehr wichtig ist, aus Johannes 3. Hier sehen wir Johannes den Täufer, er beschreibt, er gibt eine Definition, was Glaube ist. Hier müssen wir aufpassen, weil ein paar Bibelübersetzungen, auch zum Beispiel hier meine ansonsten geliebte Schlachter, es wirklich falsch übersetzt. Johannes 3, 36, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht, und hier steht jetzt glaubt, und das ist falsch, das sind zwei verschiedene Worte. Das erste Wort heißt wirklich glauben und das zweite Wort, wo hier bei mir glauben steht, heißt nicht gehorchen. Nicht gehorchen. Also nicht gehorchen ist das Gegenteil von glauben. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich glaube, die Elberfelder macht es auch richtig und wie auch immer, du kannst das im Griechischen nachschlagen. Das sind zwei verschiedene Worte und das zweite ist nicht glauben, sondern ungehorsam sein. Also hier haben wir eine Definition von was Glauben ist. Glauben heißt, ich bin bereit zu lernen und die Betonung liegt auf Lernen. Nicht hundertprozentig erfüllen, sondern lernen zu gehorchen. Das ist die Definition, die biblische Definition von Glauben. Das können wir auch aus anderen Schriftstellen sehen, wo Jesus sagt, also wenn wir ihn lieben, dann gehorchen wir. Und was heißt gehorchen? Wir gehorchen der Wahrheit. Wir gehorchen der Wahrheit. Johannes 8, 31, 32, das hatten wir schon erwähnt in voriger Einheit. Wenn ihr an meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich kenne so viele Menschen, die gebunden sind und sie sind auf der Suche nach dem vollmächtigen Seelsorger, der sie von diesen schrecklichen Dämonen freipauken kann. Und das ist ein völlig verkehrtes Konzept. Jesus hat nicht gesagt, der vollmächtige Seelsorger macht dich frei, sondern die Wahrheit, die du erwählst, der du dich unterordnest, der du beginnst zu gehorchen, die Wahrheit macht dich frei. Das ist ein total anderes Konzept als ich bin Opfer des Teufels, die Dämonen quälen mich und jetzt gehe ich durchs christliche Branchenbuch und suche den vollmächtigen Seelsorger und der hat schon probiert und der hat für mich gebetet und das hat nicht funktioniert und so weiter. Und da ist die Idee, du bist hilflos und nur ein vollmächtiger Mann oder Frau Gottes, die können dir helfen. Das ist ein total falsches Konzept.
Und die biblische Wahrheit ist die, indem du der Wahrheit, die der Heilige Geist dir nahe bringt, hoffentlich mit Hilfe eines Jüngerschaftstrainers, der dich auf die richtige Spur bringt und dir zeigt, wo der Hase im Pfeffer liegt, du lernst der Wahrheit zu gehorchen. Und indem du der Wahrheit gehorchst, wird diese Wahrheit dich frei machen. Das funktioniert, ob das Pornosucht ist, ob das Spielsucht ist, ob das zwanghafte Eifersucht ist oder Jähzorn oder nenne, was du willst. Jede Art von Sündenbindung wird geknackt und freigesetzt, indem du lernst, der Wahrheit zu gehorchen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe es in meinem eigenen Leben erlebt und ich habe viele, viele Stunden mit vielen verschiedenen Leuten, hauptsächlich Männer mit Pornosucht und mit anderen Geschichten gesehen, die, wenn sie angeleitet werden, diesen Lebensstil zu entwickeln, in die Freiheit kommen. Die Wahrheit macht dich frei. Das ist, was Jesus gesagt hat. Das heißt, wenn da ein Bereich ist der Unfreiheit, dann fehlt es an Wahrheit. Nicht an vollmächtigen Seelsorgern, es fehlt an Wahrheit. Weil wenn Wahrheit da wäre, wärst du schon frei. Das heißt, die Unfreiheit zeigt, da ist eine Lüge. Verstehst du das? Als der Herr mich von Jähzorn befreit hat, da habe ich verstanden, die Wurzel der Geschichte war, dass ich keinen Respekt vor meiner Frau hatte. Was hat denn das damit zu tun? Alles. Und als der Herr mir gezeigt hat, deine Haltung ist falsch. Du denkst, das ist deine Natur, das kann die Familie aushalten, das muss so sein, da müssen die mit leben, so bist du, so war der Vater, so war der Opa, das ist in der Familie, was kann denn ich dafür? Ein Jünger sieht sich nicht als Opfer, sondern fängt an, Verantwortung zu übernehmen und sagt, ich habe vielleicht eine falsche Prägung, aber jetzt bin ich Täter, ich bin verantwortlich und ich lerne jetzt Schritte zu gehen. Und viele Menschen in Bindung sehen sich als Opfer. Das heißt, sie sind hilflos, überwältigt von Dämonen, überwältigt von den Umständen, von einer falschen Prägung, haben schlimme Dinge erlebt und jetzt sind sie so, wie sie sind. Nein, wir haben einen Retter, wir haben einen Heiler. Halleluja. Und alles, was wir jetzt lernen wollen, ihm endlich Gelegenheit zu geben, sein Werk zu tun in uns, was er schon immer tun wollte. Und das nennt man Jüngerschaft. Wenn du dieses Konzept verstanden hast, wirst du Verantwortung übernehmen und nicht mehr die Verantwortung wegschieben auf die Gesellschaft, auf deine Familie, auf den Teufel oder weiß ich nicht, auf wen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr meine Jünger. Also ein Jünger ist jemand, der bleibt im Wort. Bitte notiere oder unterstreiche dieses Wort bleiben. Da werden wir später noch drauf zurückkommen. Das ist was anderes als Sonntagspredigten zu hören. Oder vielleicht sogar, wenn man besonders fleißig ist, jeden Tag irgendwo eine Predigt sich anzuhören. Man kann Predigten hören ohne Ende, wenn nicht die Bereitschaft da ist und diese Sichtweise, ich muss jetzt das, was ich gehört habe, lernen umzusetzen. Ich muss Täter des Wortes werden. Ich muss diese Dinge praktisch umsetzen. Man kann hören und hören und hören. Und viele Leute hören Predigten und dann passiert Folgendes. Da gibt es irgendwie eine ermahnende Passage und dann sagen sie, aha, ja, sehr gut, das ist für den Bruder. Ich weiß ganz genau, also der muss das jetzt hören. Hoffentlich hört er zu, wir machen sogar noch Fürbitte. Ja, damit er jetzt wirklich merkt, er ist angesprochen. Dann kommt die nächste Passage und das ist für die Schwester. Und wir verteilen alle und merken am Ende gar nicht, dass wir einen ausgelassen haben. Uns selber. Wir sind dran. Ja? Und ich erlebe das immer wieder. Menschen kommen und sagen, boah, diese Predigt hat eingeschlagen. Gott hat zu mir geredet. Ich sage, lass mich etwas fragen. Vor der Versammlung hast du gebetet, Gott rede zu mir. Ja, und wie? Ich habe diese Fragen gehabt und meine Fragen und meine verkehrten Sichtweisen, all das, da hat der Heilige Geist reingewirkt, weil du gebetet hast, dass Gott reden möge. Und manche Leute sitzen einfach in der Predigt, weil jetzt ist die Predigt dran. Jetzt ist Sonntag, jetzt wird gepredigt. Es regnet, es wird gepredigt. Ja, aber das hat nichts mit mir zu tun. Ja. Aber wenn wir sagen, Herr, ich brauche Hilfe, rede zu mir, ja, dann redet der Heilige Geist. Und er macht das Wort lebendig und er gibt dir zu verstehen, das ist jetzt für dich.
Bleiben am Wort Gottes ist so viel mehr als nur Predigten hören. Das ist die Entschiedenheit, diese Dinge im Alltag umzusetzen. Und es ist noch mehr. Es ist ein sich füllen mit dem Wort Gottes. Weil von unserer Prägung her sind wir gefüllt mit Lügen, ohne dass wir das wissen. Lügen über uns, Lügen über das Leben, Lügen, Lügen, Lügen. Und jetzt kommt das Wort Gottes und das ist das Licht und das ist die Wahrheit. Und jetzt müssen wir Stück für Stück diese Lügen bloßstellen, diese Lügen verraten, diese Lügen ans Licht bringen und ersetzen mit dem Worte Gottes. Die Lügen müssen ersetzt werden, müssen widerrufen werden und müssen ersetzt werden mit dem Worte Gottes. Zum Beispiel, ich bin Opfer, ich kann nichts tun. Ich habe schon das versucht und habe das und habe jenes und habe schon den großen Mann Gottes für mich beten. Hat alles nichts genützt. Ich glaube, Gott hat mich verlassen. Ja, wer gibt dir die Berechtigung, so etwas zu glauben? Wo ist das im Wort? Gott ist ein gnädiger Gott. Gott ist ein helfender Gott. Gott hat dich nicht abgeschrieben. Wenn du glaubst, Gott hat dich abgeschrieben, ja, dann ist es, dann wirst du das so erleben. Aber das liegt nicht an Gott. Es liegt daran, dass du dich abschneidest vom Segen Gottes, weil du Lügen glaubst über dich, über Gott. Ja, die Wahrheit macht frei. Und meistens, bevor wir richtig diesen Lebensstil lernen, des Vollseins vom Worte Gottes, Kolosser 3,16, lasst das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Wir haben gar keine Ahnung, wie viele Lügen wir im Laufe des Lebens gebunkert haben, die wir aufgenommen haben, die wir glauben, die wir verteidigen. Ja, aber wenn das Licht kommt und wir sind bereit, uns der Wahrheit zu stellen, dann wird der Heilige Geist die Lügen, auch gerade die Lebenslügen, ich bin abgelehnt, ich verdiene es abgelehnt zu werden, ich tauge nichts, ich bin der ewige Loser. Solche Lebenslügen haben wir ganz tief eingebaut, oft schon in früher Kindheit. Und wenn diese Dinge nicht ans Licht kommen und von uns widerrufen werden, dann bleiben diese als zerstörerische, beraubende Kräfte da. Und da ist immer eine Tür für den Feind reinzukommen und dich zu berauben. Aber wenn wir uns füllen mit dem Wort Gottes, ja, wie Paulus das sagt, lasst das Wort reichlich in euch wohnen. Nicht sonntags zu Besuch kommen lassen, sondern wohnen lassen. Was ist der Unterschied zwischen zu Besuch kommen und wohnen? Jeder, der unangenehme Verwandte hat, kennt diesen Unterschied, ja, und weiß, wie gut, das ist nur ein kurzer Besuch, den kriegen wir noch irgendwie über die Bühne. Aber wenn die auf einmal mit ihren Koffern da stehen würde, strahlen und sagt, ich bin jetzt da und ich wohne jetzt bei euch, dann sagen wir, Schluck, weil wir verstehen, das wird unser Leben ändern. Wenn jetzt jemand bei uns einzieht, der wird womöglich die Wohnung umstellen, die Möbel umrücken und was weiß ich, anderen Essensplan irgendwie einfordern oder was weiß ich. Ja? Wohnen ist ein Unterschied zwischen zu Besuch kommen. Und das Wort ist der Herr und das Wort will regieren und das Wort soll Wohnung nehmen in uns. Kapitel 3, Vers 1. Wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Dummerweise lässt diese wichtige Passage die Elberfelder weg, deswegen zitiere ich hier nach Schlachter. Wer hat euch bezaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Ihr Lieben, es gibt eine christliche Verzauberung, die dazu führt, dass du von Gehorsamschritten freigesetzt wirst, die Gehorsam nicht von dir verlangen. Zum Beispiel diese ganze Hypergrace-Geschichte, diese ganze falsche Betonung von Gnade, Gott hat alles gemacht, Jesus hat gesagt, es ist vollbracht und du musst gar nichts tun und alle Sünden sind dir schon vergeben und sogar die, die noch planst zu tun, sind dir auch schon vergeben und alles ist schon gut, ihr Lieben. Das ist eine tödliche Botschaft in christlichem Gewand. Und es ist eine Verzauberung, die führt dazu, dass wir nicht schauen, ja okay, welche Gehorsamschritte habe ich jetzt aufgrund des vollbrachten Erlösungswerkes zu gehen?
Jesus hat alles getan, in der Tat. Jetzt ist es an uns, auf das, was er getan hat, zu reagieren und Raum zu machen für diese Kraft des Kreuzes, die freigesetzt wurde durch seinen Sühnetod. Und Galater 5, Vers 7, da funktioniert es dann auch mit der Elberfelder, da sehen wir nochmal die gleiche Betonung, ihr lief gut. Wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? So, da sehen wir, was ist die Definition von Glauben? Ist der Wahrheit zu gehorchen, nicht die Wahrheit zu hören, die Wahrheit zu bejahen, toll zu finden. Oh, Prediger, hast du wunderbar gepredigt. Das nützt dir nichts. Das kann gesalbte Predigt sein. Wenn du daraus nicht die richtigen Schlüsse ziehst, dann nützt es dir gar nichts, außer das momentane Gefühl, boah, das war jetzt aber richtig Power. Ja, und dann? Das Entscheidende ist, was dann hinterher passiert, was unsere Antwort ist. Nicht wie toll das Gefühl war, während wir die Predigt gelauscht haben, sondern was ist jetzt die Antwort? Gott hat gesprochen. Okay, jetzt sprich du. Was ist jetzt deine Antwort? Und konstruktive, weiterführende Verkündigung führt immer zu einer Herausforderung. Was machst du jetzt damit? Was sind jetzt die Schritte? Kannst du in drei Sätzen aufschreiben, was du mit dieser Botschaft jetzt machen willst? Kannst du das formulieren? Kannst du das vor Gott festmachen? Kannst du sagen, darauf werde ich jetzt achten und komm, Heiliger Geist, erinnere mich daran. Kann daraus ein Lebensstil werden oder war es einfach nur eine tolle Predigt? Das ist der Unterschied. Und um das geht es. Der Wahrheit zu gehorchen, nicht zuzustimmen, nicht toll zu finden, sondern zu gehorchen, der Wahrheit zu gehorchen. Und das ist die biblische Definition von Glaube, der Wahrheit zu gehorchen. 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt. Also wie reinigen wir unsere Seele? Durch Gehorsam gegenüber der Wahrheit. Und wie bleiben wir in Unreinheit? Indem wir uns verweigern, der Wahrheit zu gehorchen. Und das ist unsere Entscheidung. Und wir sind nicht hilflos, wir sind nicht Opfer, sondern wir hören Gott und jetzt können wir reagieren. Und es gibt welche, die reagieren und die gehen Schritte des Gehorsams, auch wenn es ihnen schwerfällt. Und wir sehen, wie sie wachsen, wie sie sich entwickeln, wie sie freigesetzt werden, wie sie mehr und mehr aus dem Fluch in den Segen hineinkommen. Und wir sehen andere, die sind 20, 30 Jahre gläubig und sind Babys im Glauben. Und haben immer noch die gleichen Probleme wie am Anfang. Was ist der Unterschied? Die Reaktion auf das Wort Gottes. Das war eine Frage, die mich als Pastor beschäftigt hat. Ich habe 12 Jahre als Pastor gearbeitet und habe mich gefragt, wie kann das sein? Da sitzen zwei, hören dieselbe Predigt. Und im Laufe der Jahre sehe ich, der geht vorwärts, der kommt in die Freiheit, der nimmt sein Erbe ein, der kommt in seine Berufung und der andere sitzt daneben, hört die gleiche Predigt und es passiert nichts in seinem Leben. Er kommt nicht vorwärts und es ist immer dasselbe alte Lied. Was ist der Unterschied? Die Reaktion. Die Reaktion ist der Unterschied. Ja. Da können wir mal zu 2. Timotheus 3 gehen. Und da werden gläubige Menschen beschrieben. Erst sieht es so aus, als wenn Paulus von der Welt redet. Er sagt, dass da in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Wir denken, boah, ja, siehst du, so ist die Welt. Gut geschrieben, Paulus. Und auf einmal steht da, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja, wie kann man der Welt vorwerfen, dass sie das Vergnügen mehr lieben als Gott? Das ist ja normal, die kennen ja Gott gar nicht. Wie sollen die Gott lieben? Und auf einmal kommt uns der Verdacht, hey, der redet hier von Menschen, die sich für gläubig halten.
Und der weitere Kontext zeigt uns, sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Sie haben den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft verleugnen sie. Sie sagen, wir sind gläubig, wir sind alle nur Menschen, wir fehlen alle mannigfaltig und bringen solche Sprüche und ignorieren, dass die Kraft des Kreuzes dazu da ist, Sündenketten zu zerbrechen und sie in die Freiheit zu bringen. Sie verleugnen die Kraft Gottes. Wir sagen, es gibt sogar Christen, die sagen, ja, wir haben es nicht besser als die in der Welt. Wir sind nicht besser. Wir sind auch Menschen mit lauter Schwächen und Fehlern. Und das ist normal so. So ist nun mal der Mensch. Hallo, die Bibel redet davon, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Heiligen und den Unheiligen, zwischen denen, die Gott dienen und denen, die Gott nicht dienen. Da ist ein Unterschied. Und sie sagen, ja, wir sind erlöst, aber wir sind genauso sündig und fehlerhaft wie alle anderen. Das ist falsche Demut und das ist ein Leugnen des Kreuzes. Wofür ist Jesus gekommen? Uns zu erretten vom Teufel, von der Sünde und von der Welt. Dafür ist Jesus gekreuzigt. Und wenn das in meinem Leben nicht sichtbar wird und ich lebe wie mein ungläubiger Nachbar, ich schaue dieselben Serien an, habe dieselbe unreine Redeweise und Lebensweise und mache genau dasselbe wie mein ungläubiger Nachbar, wo ist da der Unterschied? Da ist kein Unterschied. Das ist nicht normal. Das ist eine Schande. Und wir verunehren den Namen des Herrn. Da muss ein Unterschied sichtbar werden. Und der wird sichtbar, wenn wir aus dem allgemeinen christlichen Glauben rauskommen in Jüngerschaft. Da fängt es an, wirklich dann spannend zu werden und interessant zu werden. Also die haben einen Schein von Gottesfurcht und sie verleugnen die Kraft Gottes. Von solchen wende dich ab. Und dann, ich lasse jetzt mal was aus, hier ist noch etwas beschrieben. Sie sind mit Sünden beladen. Und sie werden von Lüsten umhergetrieben. Jetzt kommt das wirklich Schockierende. Die immerzu lernen, doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Paulus sagt nicht, die kommen nicht zur Erkenntnis der Wahrheit. Er sagt es noch viel krasser. Sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, aber die sitzen in der Predigt, die hören, die schreiben sogar mit, die gehen sogar extra zu Seminare, was die anderen nicht machen, die besuchen Konferenzen und haben haufenweise Predigten zu Hause. Und Paulus sagt, es ist alles umsonst. Es wird ihnen nichts nützen. Sie sammeln Wissen an und sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber die brauchen sie ja, die Erkenntnis der Wahrheit, weil die Erkenntnis der Wahrheit macht frei. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also wenn sie die Wahrheit nicht erkennen, das heißt, sie bleiben in ihren Sünden. Und alles, was passiert, die Haare werden grau, die Haut wird faltig, aber die Probleme sind immer noch da. Nach Jahrzehnten immer noch die Probleme. Sie sind beleidigt, sie sind voller Groll, voller Undankbarkeit und schmollen rum und ziehen sich zurück und meckern und sind negativ. Und nie ist das Licht zu sehen, immer nur Trübsinn und immer nur Finsternis und immer nur Negatives und Destruktives. Solche Leute braucht kein Mensch in der Gemeinde. Könnte ruhig mal Amen sagen. Ja? Wir brauchen Menschen, die ermutigt sind und die andere ermutigen können und die Licht sind, die Hoffnung geben, die sagen, hey, da geht's lang und das ist der Weg raus. Dass da, ja, ich weiß nicht, also ich habe das alles schon probiert. Bei mir hat es nicht funktioniert. Hallo, dann sagst du damit, biblische Lehre ist gut, aber sie funktioniert nicht. Gott ist ein Versager. Ich bin ein Spezialfall, ich brauche den speziellen Seelendoktor, den habe ich noch nicht gefunden, aber ich hoffe, den eines Tages zu finden und der holt mich raus aus meinem Problem. Vergiss das, das wird nicht funktionieren. Du gehst den Weg in Jüngerschaft und der große Segen von Jüngerschaft ist Freiheit. Du kommst in die Freiheit und dann als nächstes kommt, du kommst in deine Berufung, du kommst in den Segen. Ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Du wirst nicht mehr Teil von Gottes Problem sein, sondern du wirst Teil von Gottes Antwort sein. Und das ist, was wir brauchen. Ganz, ganz, ganz dringend.
dass da Mütter und Väter heranwachsen, die andere an die Hand nehmen können, die andere rausführen können, die beten können für Heilung, für Wiederherstellung, für Freisetzung, für Ermutigung, die anderen helfen können, in ihre eigene Berufung zu kommen. Das ist, was wir brauchen, so dringend. Und deswegen müssen wir wegkommen von diesem Konzept. Und dank sei Gott, dass das hier in dieser Form, in dieser Gemeinde hier nicht mehr da ist. Diese One-Man-Show, wo da der große Superman vorne steht und alles macht irgendwie. Die anderen sind nur dazu da, den Stuhl zu wärmen und ihn zu bewundern. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist Training, es ist Anleitung, es ist Motivation, es ist Hilfe. Und es passieren messbare Dinge im Leben der Menschen. Die Ehe wird besser, die Kinder werden gehorsamer, die Kinder werden freier und gesegnet. Und die Finanzen fließen und die Schulden hören auf. Und all das, das sind Zeichen, dass die Gnade Gottes wirklich da ist. Und leider gibt es viele, die sich Pastor nennen, die sich um das nicht interessieren. Wie geht's den Leuten? Kommen die vorwärts? Sondern sie nutzen die Gemeinde als eine Plattform zur Selbstdarstellung. Das ist nicht Gemeinde. Gemeinde ist, die Hirten geben sich hin, sie dienen, sie segnen, sie sind Aufseher der Seelen, sie kümmern sich um die Probleme und sie holen vom Herrn Lösungen und sie nehmen Menschen an die Hand und sagen, komm, wenn du jetzt die nächsten 3 Jahre tust, was ich dir sage, du kommst raus aus deinen chronischen Problemen, du kommst raus aus deiner Depression, du kommst raus aus dem chronischen Mangel und dem Leben in Schulden und so weiter. Das ist Gemeinde, die freisetzt. Wenn eine Gemeinde die Gefangenen nicht freisetzt, verfehlt sie ihren Zweck. Die Gemeinde muss Menschen freisetzen. Und damit die Freigesetzten hingehen und die nächsten Sklaven reinholen und auch wieder freigesetzt werden. Das ist Gemeinde. Halleluja. Wo Dutzende und Dutzende von Erfahrungsberichten sind und Leute können nach vorne kommen und sagen, so habe ich gelebt und das war meine Misere und das waren meine Probleme und Gott hat eingegriffen und hat mich gelehrt und ich bin jünger und ich bin aus diesen Dingen raus. Halleluja, früher so, heute so. Das ist Gemeinde, das ist normal, das ist die Kraft der Gnade. Aber diese Kraft wird nur wirksam in verbindlicher Jüngerschaft, nicht mit Predigten ohne Ende. Das wird nicht funktionieren, sondern die Schäfchen in der Hand nehmen und sagen, ich zeige dir, wie es geht, wie man vergibt, wie man in die Gegenwart Gottes kommt, wie man die Bibel studiert, wie man die praktischen Dinge des Alltags meistert. Ich zeige dir das. Und das setzt natürlich dann auch voraus, dass wir diese Dinge schon gelernt haben. Sonst haben wir viel im Schaufenster, aber nichts im Regal. Und wir können nicht wirklich was anbieten. Aber wir waren noch nicht fertig mit 2. Timotheus 3. Also das ist schon schrecklich. Die geben sich Mühe und sie können nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Boah, die wollen, aber die können nicht. Ja, warum denn das? Und jetzt ist der Schlüssel dieser ganzen Passage. Erst wird nur ihr Lebensstil beschrieben, dann geht es auf das Innere und ganz zum Schluss auf ihre Motivation. Und da heißt es dann im Vers 8, sie widerstehen der Wahrheit. Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, Denkweise, untüchtig zum Glauben, untüchtig zum Glauben. Die sind nicht fähig zu glauben. Die wollen vielleicht glauben, aber sie können nicht glauben. Und warum können sie nicht glauben? Weil ihr Denken verdorben ist. Warum bleibt ihr Denken verdorben? Weil sie der Wahrheit widerstehen. Es gibt Menschen, die halten sich für gläubig und sie widerstehen der Wahrheit. Und der Prediger sagt, du kannst rauskommen aus deiner Pornosucht. Nee, so einfach ist das nicht. Das habe ich schon versucht, das hat alles nicht funktioniert. Ich bin irgendwie ein Opfer und der vollmächtige Seelsorger ist noch nicht erschienen. Sie widerstehen der Wahrheit. Sie glauben nicht, dass Schritte im Gehorsam gegenüber der Wahrheit sie frei machen. Sie glauben, nein, das muss anders passieren. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt Leute in allen möglichen Bindungen und Problemen und sie haben Ideen, wie es funktioniert. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wo jemand uns erzählen wollte, er wollte sogar Ältester werden. Und er erzählt uns allen Ernstes, er versucht seit 15 oder 17 Jahren seine Frau vom Rauchen wegzubringen. Hallo. Ich habe gesagt, ich würde es mal auf die Bibelart versuchen.
Wenn du 17 Jahre versuchst, deine Frau von dieser Sünde, von dieser Sucht wegzubringen, es hat nicht funktioniert, ich würde die Methode wechseln. Was gibt dir die Hoffnung nach 17 Jahren, wo es nicht funktioniert hat, dass es irgendwann doch funktionieren könnte? Ich würde die Methode wechseln. Und er war ganz böse und fand das irgendwie überhaupt nicht hilfreich. Ja? Die Wahrheit macht frei und hinter jeder Bindung ist eine Lüge. Ob das Rauchen ist oder irgendetwas anderes, Spielsucht, Kaufsucht oder sonst irgendwas, da ist immer eine Lüge, die Lüge der Rebellion, die Lüge der Unabhängigkeit. Ich mache, was ich will, mir hat keiner etwas zu sagen. Eine Sucht ist nur ein Symptom, dass etwas nicht stimmt. Ist nicht das Problem selbst, nur ein Anzeichen, dass da ein Problem ist. Und das Licht Gottes scheint und wenn jemand sagt, ich stelle mich dem Licht und ich will die Wahrheit sehen, ich will die Wahrheit haben, dann wird der Heilige Geist an die Wurzel gehen und wird zeigen, wo die Fehlhaltungen, die verkehrten Einstellungen, die Lebenslügen sind. Und dann werden die Lügen widerrufen werden und ersetzt werden mit Wahrheit und die Wahrheit bricht durch und macht frei. Halleluja. Und bevor jemand frei werden will, muss er glauben, das ist der Weg zur Freiheit. Und ich höre auf zu träumen, irgendwann kommt der vollmächtige Gastsprecher und der ruft ihn da vorne, der legt seine mächtige Pranke auf meinen Kopf und dann betet er ganz laut und dann kommt die Pfingstmassage oder irgendwas und dann auf einmal, bumm, krach, peng und dann bin ich frei. Boah, war das stark. Vergiss das. Vergiss diesen Quatsch. Jüngerschaft ist der Weg in die Freiheit. Und Jüngerschaft ist der Weg in deine Berufung und in deinen Segen. Wie du ein Segen werden kannst. Und das geht es. So diese Menschen sind verdorben in ihrer Gesinnung. Ihre Art und Weise zu denken ist verkehrt. Und deswegen setzt es beim Denken an. Lass uns zu Römer gehen. Römer Kapitel 12. Du weißt, Römer geht den ganzen Weg der Rettung, Rechtfertigung, Kindschaft und Freisetzung vom Gesetz, Leben im Heiligen Geist. Dann kommt ein Einschub, der sehr, sehr wichtig ist, was Israel betrifft. Und dann geht es praktisch weiter in Kapitel 12. Da ist das praktische Christenleben wieder aufgegriffen und da geht es jetzt weiter. Und da heißt es, dass wir unsere Leiber darbringen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an. Lasst euch in eurem Wesen, heißt es hier, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Verstehe, dass Welt, hier heißt es Weltlauf, das ist das Gegenteil von Reich Gottes. Das ist, wo der Teufel regiert. Und das hat dich geprägt, all die Jahre bis zur Bekehrung. Und du hast eine Menge Müll gelernt. Falsche Ideen, falsche Werte, falsche Sichtweisen, falsche Lebenskonzepte und so weiter. Und das Problem ist, diese Dinge hast du eingebaut in deine Art zu denken. Und auch wenn du dich bekehrt hast und du hast Jesus gesehen, hast das Kreuz erkannt und hast dein Leben Jesus gegeben, das bedeutet nicht, dass von dem Tage an dein Denken verändert ist. Sondern jetzt hast du ein Problem, du bist im Reich Gottes und du hast diese ganze Lebensphilosophie und die ganze Art zu denken und zu leben und Entscheidungen zu treffen, das hast du mitgebracht. Und jetzt kannst du und sollst du und musst du lernen, nach den Prinzipien und Werten des Reiches Gottes zu leben. Du musst rauskommen aus der Anpassung. Das ist wie Israel, die waren in Ägypten. Gott hat sie mächtig errettet. Da waren sie in der Wüste, Pharao war erledigt. Im Meer die ganze Armee abgesoffen. Sie waren in der Freiheit. Und was war das Erste, was ihr tun solltet? Wascht eure Kleider. Das war das Erste, was sie tun mussten, nachdem sie aus Ägypten raus waren. Wascht eure Kleider. Weil der Gestank von Ägypten war immer noch in ihnen. Sie waren raus aus Ägypten, aber Ägypten war noch nicht aus ihnen raus. Und das ist das Problem des Neubekehrten. Ja?
und im ersten Feuer und im ersten Eifer und der ersten Begeisterung über Jesus und über die Lösung, übersieht er, dass jetzt was ganz Wichtiges folgen muss. Ja, bis dann diese Begeisterung abebbt und dann oft umkippt und ich weiß gar nicht, ob das echt ist, ob ich den Herrn wirklich erlebt habe, ob ich wirklich errettet bin und so weiter, weil Menschen nicht trainiert sind. Ja. Raus aus der Anpassung an die Welt. Und wie tun wir das? Und das bringt die Veränderung. Ja. Wie tun wir das? Durch Erneuerung unseres Sinnes. Und das ist die erste Aufgabe, die wir einem Jünger geben. Du wirst jetzt anfangen, Gottes Gedanken, Gottes Sichtweise zu studieren und zu übernehmen. Also was hat Gott für Ideen über dich? Wie sieht Gott dich? Oder wie ist überhaupt das Wesen Gottes? Was denkt Gott über Beziehungen, die du jetzt eingehen sollst? Was denkt Gott über Sexualität? Was denkt Gott über Geld? Was denkt Gott über Arbeit? Was denkt Gott über Gemeinde? Was denkt Gott über Leben eines Jüngers? Was sind die Gedanken Gottes? Und das muss studiert werden und das finden wir in dieser Bibel. Das ist das Wort Gottes, wo uns beigebracht wird, wie Gott denkt, wie Gott Dinge sieht. Und das ist die Wahrheit und das übernehmen wir jetzt. Also wenn der Neubekehrte da redet von seiner Babytaufe, dann sagen wir, halt, stopp, du machst mal ein kleines Bibelstudium, was Taufe ist. Und wenn er mit aufrichtigem Herzen das Wort studiert, wird er sagen, weißt du was, ich habe herausgefunden, ich bin gar nicht getauft. Das war ein religiöser Akt, das hat nichts mit Taufe zu tun, weil Taufe setzt immer voraus, ich habe Jesus als Herrn angenommen, ich bin umgekehrt und ich verstehe jetzt, ich muss in diese Identifikation mit seiner Begräbnis, mit seiner Auferstehung hinein, mit seinem Tod, Begräbnis und Auferstehung hineinkommen. Und das kann nur nach der Bekehrung stattfinden. Jedes Ritual vorher ist völlig wertlos. Und wenn er mit seinem Herzen nicht mehr an der alten Kirche hängt und er nicht sagt, du machst jetzt meine Kirche schlecht. Nein, ich mache dir das neue Leben schmackhaft. Deine Kirche ist tot, aber Jesus lebt und er hat das Wort gegeben, was Taufe ist. Und Gott ist Gott und Gott darf definieren, was Taufe ist. Warum willst du definieren, was Taufe ist? Oder von deinem Pfarrer dir erlauben zu definieren, was Taufe ist? Jetzt ist Gott dran und nicht der Pfarrer oder der Papst oder irgendwer. Und da stehen manche religiöse Menschen auf und protestieren. Sagen, hallo, wer ist denn der Herr? Wer ist Gott? Und wer darf sagen, wie das christliche Leben aussieht? Ja. Und viele, viele andere Bereiche des Lebens, die wir festgelegt finden in diesem Wort. Und wir studieren Themen und wir übernehmen Gottes Gedanken und wir verwerfen unsere eigenen Ideen. Das ist, wie Veränderung kommt und so werden wir verändert. Also es geht darum, unser Denken, die Art und Weise, wie wir denken, zu verändern und in Übereinstimmung mit Gott zu bringen. Christsein ist ja, ich lerne jetzt mit Gott zu leben. Früher war ich bestimmt vom Teufel, jetzt lerne ich in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und dazu ist notwendig, dass ich mit ihm übereinstimme. Amos 3, Vers 3, wie können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor? Du musst einig werden mit Gott und da Gott sich nicht ändert, bleibt nur noch deine Person, die sich ändern soll. Wenn du in Übereinstimmung mit Gott kommen willst, du musst dich ändern. Du musst die Art und Weise, wie du denkst, ändern. Und das wirst du nur können, wenn du die Art und Weise, wie du sprichst, änderst. Du kannst dein Denken nicht ändern, wenn du dein Sprechen nicht änderst. Wenn du die Sprache des Versagertums und des Opfers, wenn du diese Sprache weitersprichst, du kannst niemals glauben, dass du privilegiert bist, dass du gesegnet bist, dass Gott für dich ist, sondern du sprichst immer noch die alte Sprache des Ich bin auf der Schattenseite des Lebens geboren. Ich bin nun mal kein Glückspilz und ich habe Pech gehabt. Ich habe das Falsche losgezogen, eine Niete. Und so bin ich mein ganzes Leben und so bleibt es. Hallo, stopp, 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 stopp. Wer erlaubt dir, als Kind Gottes so zu reden? Der Schwache spreche, ich bin stark, sagt die Bibel. Ja, aber ich bin so schwach. Okay, aber was sagt das Wort Gottes? Ja, rede nicht von deinen Gefühlen, rede von dem, was Gott über dich sagt. Finde heraus, wie Gott dein Leben sieht. Und übernimm die Wahrheit, weil die Wahrheit frei macht.
Johannes 17, Vers 17, Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit. Was heißt Heiligung? Heiligung heißt Umgestaltung in das Wesen Christi. Das ist Heiligung. Und Jesus betet, heilige sie in der Wahrheit. Also was uns hilft zur Heiligung und zur Veränderung, ist die Wahrheit. Und dann kommt diese wunderbare Erklärung, dein Wort ist Wahrheit. Und das sagt sich so leicht, aber darauf zu kauen und nachzudenken, was die Konsequenzen sind, das ist eine andere Geschichte. Gottes Wort ist die Wahrheit. Was heißt Wahrheit? Das ist kein philosophischer, theoretischer Begriff, das ist Realität. Das heißt, das, was Gott über eine Sache sagt, so ist diese Sache. Das ist Wahrheit. Und Wahrheit hat mit deinen Gefühlen, deiner Wahrnehmung, deinen Vorstellungen nichts zu tun. Wahrheit existiert unabhängig von deinen Ideen darüber. Viele haben nicht das Konzept von objektive Wahrheit und besonders jetzt, seitdem wir in dieser ganzen schrecklichen Phase leben, dieser Postmoderne, wo Wahrheit keine Rolle mehr spielt. Es gibt objektive Wahrheit, die existiert. Ob du das glaubst oder nicht, ob du das für wahr hältst oder nicht, ist es trotzdem so. Und Gottes Wort ist die Wahrheit. Ja, aber es fühlt sich für mich nicht so an. Ja, wer redet von Gefühlen? Ich rede jetzt von Tatsachen. Und wir kommen weg von dieser Idee, ich bestimme, was wahr ist. Das fühlt sich für mich nicht so an. Es gibt Menschen, die, weil sie sehr verletzt worden sind, ihr Leben lang mit dieser Gewissheit leben, ich bin abgelehnt. Das ist für sie ihre Wahrheit. Weil sie das fühlen, weil sie das erleben und immer wieder bestätigt bekommen, sie sind abgelehnt und sie haben diese Idee, ich verdiene abgelehnt zu werden und sie werden wieder abgelehnt und sagen, siehst du, ich habe es gewusst und ihre Erwartung prägt ihre Erfahrung und ihre Erfahrung bestätigt wieder das, was sie schon über sich glauben. Und so wird das immer ein Kreislauf sein, der sich immer weiter bestärkt. Wie kommt man aus dem raus? Was du fühlst, ist für dich real, aber es ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, was Gott sagt. Ja, aber das fühle ich nicht so. Okay, aber du kannst lernen, es so zu fühlen. Halleluja. Und es fängt damit an, dass du eine Entscheidung triffst. Ich trenne mich von dieser Lüge. Ich bin der ewige Loser und ich bin abgelehnt. Ich trenne mich davon. Ich bin geliebt. Ich bin wertvoll. Ich bin von Gott bejaht. Ja, aber fühlt sich nicht so an. Macht nichts, bleib dabei. Und du wirst sehen, je konsequenter du dabei bleibst, umso klarer und schneller wirst du in diese neue Erfahrung kommen. Aber erst müssen Lügen als Lügen gebrandmarkt werden und verworfen werden. Das ist eine Entscheidung. Es beginnt mit einer Entscheidung. Du entscheidest dich, die Wahrheit des Wortes Gottes höher zu stellen als deine Gefühle und zu sagen, das ist die Wahrheit und damit gehe ich jetzt. Unabhängig davon, ob sich das so anfühlt, ob ich das schon erlebt habe oder ob andere das erleben, das spielt überhaupt keine Rolle. Wahrheit ist objektiv und außerhalb von dir. Und die ist da, die war vor dir da und die wird nach dir da sein. Aber du kannst dich auf die Seite der Wahrheit stellen. Du kannst Wahrheit in dein Leben hineinlassen und kannst rauskommen aus der alten Prägung. Und das geschieht durch Hingabe an das Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Das ist, was Jesus sagt. Und deswegen steht und fällt der Erfolg eines christlichen Lebens mit der Haltung zum geschriebenen Wort Gottes. Und ich betone ausdrücklich geschriebenen Wort Gottes. Damit steht und fällt dein Glaube. Ob er Frucht bringt, ob er effektiv ist, ob er wirklich Resultate hervorbringt oder eben nicht und es alles beim Alten bleibt und du in den alten Prägungen drin bleibst. Wir glauben an Jesus, wie er uns beschrieben wird in der Bibel, nicht wahr? Okay, einige schon, gut. Wie war die Haltung von Jesus zum geschriebenen Wort Gottes? Wenn du Jesus studierst, sein Leben und das, was er sagt über das Wort Gottes und seine Zitate aus dem Alten Testament, er hat bestätigt,
dass diese Worte von Gott sind und dass sie wahr sind. Der Jesus der Bibel glaubte an die Echtheit und den Ursprung in Gott des Wortes Gottes. Das ist der Jesus, an den du glaubst. Das ist extrem wichtig, weil es ist heute modern geworden, an einen Jesus zu glauben, der nicht der Jesus der Schrift ist. Und dann funktioniert das Ganze nicht. Weil wenn du an einen Jesus glaubst, der nicht die Wahrheit des geschriebenen Wort Gottes bestätigt, welchen Grund oder welches Fundament des Glaubens hast du dann? Irgendein Fantasie-Jesus. Und heute wird an vielen, vielen Stellen, auch in pfingstlich-charismatischen Gemeinden, leider ein Jesus verkündigt, der nicht der Jesus der Schrift ist. Und Paulus hat davor gewarnt, dass ein anderer Jesus verkündigt wird und dass Leute dann einen anderen Geist empfangen. 2. Korinther, Kapitel 10. Und wenn du mit Jesus gehen willst, dann musst du an den Jesus der Bibel glauben. Die einzige Quelle an Informationen, die du hast über Jesus, ist die Bibel. Und jede Offenbarung, jede Vision, jede Prophetie, die dem geschriebenen Wort Gottes widerspricht, musst du verwerfen. Heute ist modern geworden, von Prophetien geleitet zu werden. Und Leute glauben mehr an Prophetien als an das geschriebene Wort Gottes. Und sagen, hallo, deine Prophetie widerspricht dem Wort Gottes. Ja, aber das ist ein vollmächtiger Prophet und von allen international anerkannt, ist mir egal. Wenn jemand was prophezeit, was mit dem geschriebenen Wort nicht übereinstimmt, ist es nicht vom Heiligen Geist. Und du hast keinerlei Verpflichtung, das anzunehmen und wertzuschätzen und hochzuhalten. Keinerlei Verpflichtung. Der Jesus der Bibel an so vielen Stellen bezeugt, dass das Alte Testament göttlichen Ursprungs ist. Ich spare mir jetzt die Beispiele oder vielleicht ein, zwei. Er zitiert Jesaja und sagt, so spricht der Heilige Geist. Er sagt nicht, das war Jesajas Idee, sondern das war der Heilige Geist. Er zitiert David in dem Psalmen und sagt, da sprach er im Heiligen Geist. So, das war Jesus. Der hat nicht gesagt, ja, das sind die Schriften, das ist so jüdische Weisheit, das ist auch gut, das kann man auch mal lesen. Da ist auch manches Wertvolles drin, aber man muss das nicht alles so wörtlich und ernst nehmen. Gott ist schon größer und Gott ist auch nicht so, wie das so in der Bibel alles so festgelegt ist. Gott kann auch ganz anders. Hallo, diese Denkweise ist extrem gefährlich. Extrem gefährlich. Und das hat sich sehr, sehr verbreitet in den letzten 20 Jahren. Also als ich zum Glauben gekommen bin, gab es kaum Leute, die solche verrückten Ideen hatten. Heute gibt es Leute, die erzählen dir, ja, der Heilige Geist geht weiter. Der Heilige Geist offenbart Dinge, die sind hier nicht in der Bibel. Ja? Johannes Hartl sagt, ja, also wenn da der protestantische Christ sagt, das mit der Maria, das ist aber nicht biblisch, das steht nicht in der Bibel, diese Hingabe und dieses Gebet zu Maria, dann kann der katholische Christ sagen, das muss auch nicht in der Bibel stehen, das hat der Heilige Geist später offenbart. Wie listig, wie trickreich. Mit anderen Worten, Gott kann heute das Gegenteil sagen von dem, was er gestern geschrieben hat. Wenn du das glaubst, ist die Tür für Verwirrung weit auf. Weil dann, was ist dein Maßstab? Woran kannst du dann eine Prophetie oder eine kirchliche Praxis oder irgendetwas unterscheiden und erkennen? Ist das jetzt von Gott oder nicht? Woran? Verstehst du? Das ist brandgefährlich und öffnet Tor und Tür für alle möglichen Visionen und Eingeben und Ideen, die irgendwelche Leute aus irgendwelchen Quellen haben. Geh auf Nummer sicher, folge dem Jesus der Bibel. Und er hat gesagt, das Wort Gottes kann nicht gebrochen werden. Das Wort Gottes ist wahr und ist verlässlich. Und das ist unser Maßstab. Und das ist, was die Leute von Beröa getan haben. Die hören, Apostel Paulus waren Juden. Und dann hören sie das alles und sagen, boah, das ist stark, das spricht mich an. Aber nicht mit fliegenden Fahnen laufen sie über vom Judentum in den messianischen Glauben, sondern sie gehen nach Hause. Was tun sie? Sie forschen in den Schriften und prüften, ob es sich so verhielte. Und da sagt nicht der Heilige Geist, die hatten einen kritischen Geist, sondern hat sie gelobt dafür.
dass sie eine edle Gesinnung hatten. Sie haben gesagt, schöne Predigt, gesalbt, klingt gut. Jetzt checken wir erstmal, ob das mit der Schrift übereinstimmt. Das ist, was wir brauchen. Diese Gesinnung von Beröa, von diesen Leuten, die sagen, schön und gut, aber jetzt will ich das in meiner Bibel sehen. Ich will das sehen in meiner Bibel. Und das sage ich auch immer wieder, wenn ich das Wort lehre, du musst das nicht mehr abnehmen. Auch wenn ich mit Überzeugung spreche und denkst, boah, ja, könnte toll sein, klingt irgendwie gut, da schimmert das Licht und die Hoffnung kommt, wunderbar. Geh ins Wort und gucke, ob das so ist und prüfe das. Und wenn du irgendwas hörst, was nicht mit der Bibel übereinstimmt, du bist nicht verpflichtet, das anzunehmen. Und das ist keine Rebellion, sondern das ist gesunder Menschenverstand. Wenn du sagst, schön und gut, aber diese Sache widerspricht dem Wort, die nehme ich nicht an. Ja? Lass uns das prüfen, lass uns kritisch sein. Lass uns das wirklich überprüfen mit dem geschriebenen Wort. Das war die Grundüberzeugung, die die Reformation hervorgebracht hat. Glaube muss gefunden und gesucht und gefunden werden in der Schrift. Das ist unser Maßstab. Nicht kirchliche Praktiken, nicht Prophetien, nicht was irgendwelche Leute sagen, sondern das, was geschrieben steht. Sola Scriptura, das war die Idee. Und daraus kam dann nur durch Glauben und nur durch Jesus, nur durch Gnade, was sie gesagt haben, im Wort steht drinne, was wichtig ist und was zählt. Und nicht in dem, was die Päpste und Konzile sagen. Ja, das war die Revolution, ja, was die katholische Kirche dann auf die Palme gebracht hat. Ja, das war die Reformation, sola scriptura. Das heißt, die Schrift alleine ist Maßstab. Und viele, viele Charismatiker haben das vergessen. Und sie gehen nach Prophetien und sie gehen nach irgendwelchen Offenbarungen und irgendwelchen Männern Gottes, die irgendwas erzählen und sogar, wenn die Müll erzählen und das der Bibel widerspricht, die gehen damit. Hallo, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Und Leute sagen, das, was ich jetzt predige, das ist nicht in deiner Bibel, das geht weit darüber hinaus. Bibel ist für die Anfänger, aber ich habe die fortgeschrittenen Wahrheiten aus dem Himmel direkt geholt. Ich war im Himmel und da hat Jesus mir offenbart, hallo, hallo. Wenn du so etwas hörst, steh sofort auf und geh. Wenn jemand sagt, das, was ich jetzt predige, das geht weit über die Bibel hinaus und das kommt aber von Gott und das müsst ihr mir glauben, weil ich war im Himmel und da habe ich das und das erlebt. Und jetzt kommt das Fundament der Glaubwürdigkeit auf einmal aus seiner Erfahrung, nicht aus dem Wort. Hallo, don't take it. Nimm es nicht an. Steh auf und sag nicht mit mir, schönen Tag noch und ich gehe. Und das ist nicht Rebellion, sondern du wirst merken, der Himmel jubelt und sagt, Halleluja, hier ist einer meiner Treuen. Mit Jesus zu gehen, heißt mit seinem Wort zu gehen. Er sagt in Offenbarung, ihr habt meinen Namen nicht verleugnet, habt mein Wort bewahrt. Das Wort bewahren ist der Schlüssel. Und das heißt, bei dem zu bleiben, was Jesus und die Apostel gelehrt haben, so wie es geschrieben steht. Das ist die Grundlage. Und wir werden sehr viel Zeit darauf verbringen, diesem Jünger, den wir da anleiten wollen, die richtige Haltung zur Schrift zu geben. Weil an der Haltung zur Schrift entscheidet sich sein geistliches Wachstum, seine Zukunft. Wenn er da nicht klar ist, dann wird er verwirrt werden von allen möglichen Dingen, die da so kursieren. Und ich sage dir, es kursieren heute eine Menge Dinge. Viel mehr als noch vor 20 oder vor 30 Jahren. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Und all die, die nicht diese Haltung haben, Gottes Wort ist die Wahrheit, die nicht die Liebe zur Wahrheit angenommen haben, die werden in großem Stil verführt werden. Und es hat schon angefangen. Und Paulus hat prophezeit, dass bevor Jesus kommt, kommt der große Abfall. Und der hat begonnen. Und wir sehen heute Dinge. Wenn das vor 20, 30 Jahren jemand prophezeit hätte, wir hätten den gesteinigt als falschen Propheten und gesagt, sowas wird nie kommen, wir haben doch die Bibel. Als ich zum Glauben gekommen bin, gab es keine Seminare, keine Teaching über Ökumene. Jeder von uns hat gewusst, Ökumene ist vom Teufel und wir haben nichts mit Ökumene zu tun. Jeder hat das gewusst, da gab es auch nicht mal Teaching darüber. Wir haben das einfach gewusst, das war einfach absolut klar, da hat keiner darüber verhandelt. Und heute haben wir Leute, die mit so schönen Worten und mit viel Bibel, aber mit listigen Lügen, Leute einfangen in diesen Weg der Verführung.
Wir müssen aufpassen. Und die falsche Gnade ist ein anderes Angebot des Teufels, wo das Evangelium verfälscht wird. Und es werden weitere Dinge kommen und noch kompliziertere. Und es werden noch mehr Zeichen und Wunder passieren. Die Leute sagen, da passieren doch Wunder. Zwei Pastoren unterhalten sich über eine bestimmte neue moderne Bewegung. Es ist schon 30 Jahre her. Und der eine sagt, ich weiß nicht, ich habe da so meine Fragen. Und der andere sagt, aber da passieren doch Wunder. Naja, wenn du meinst. Und völlig vergessen, dass auch der Teufel Wunder tun kann. Wunder sind nicht das Kriterium, dass ein Dienst und eine Botschaft echt sind. Merkt ihr das bitte? Das ist nicht das Kriterium. Und Paulus sagt, die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, die werden verführt werden. Bevor die Verführung kommt oder bevor jemand in Verführung fällt, muss er sich für Verführung qualifizieren. Es ist nicht ein ehrliches, aufrichtiges Kind Gottes und am Mittwoch wacht es auf, oh, ich bin verführt worden. Das passiert nicht. Sondern es ist ein Prozess und der beginnt damit, dass man die Liebe zur Wahrheit aufgibt. Das ist dein Schutz vor Verführung. Und wenn wir einen Jünger ausbilden wollen, dann wollen wir, dass er in 30 Jahren, in 50 Jahren, wenn Jesus nicht gekommen ist, immer noch steht. Das wollen wir. Wir suchen nicht einen treuen Gemeindemitglied und einen Mitarbeiter, sondern wir suchen einen, der für Jesus steht. Unabhängig davon, wie der Zeitgeist weht, das ist, was wir wollen. Und deswegen werden wir viel Zeit darauf verbringen, so wie ich das jetzt hier tue, ja, um festzumachen, die Schrift ist die Grundlage. Da finden wir die Wahrheit. Und alles wird gemessen an diesem Buch. Alles wird daran gemessen. Und ich weiß, dass es heute haufenweise Leute gibt, die sagen, das ist Buchstabenglaube und Gott ist viel größer und Gott hat sich nicht gebunden an sein Wort. Hallo. Der Gott der Bibel sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Mund hervorgegangen ist. Das ist der Gott der Bibel. Und wenn Götzendienst und das Anrufen von irgendwelchen Geistern für Hilfe und für Schutz und Bewahrung in der ganzen Bibel verboten ist, man kommt nicht irgendwann später nach dem Abschluss des Bibelkanons Gott daher und sagt, aber Maria dürfte doch anrufen als Schutz und als Beistand und als Hilfe. Gott ist nicht verwirrt. Er sagt nicht heute Hü und morgen Hott. Das ist das Gute. Und das ist die Grundlage, dass wir ihm vertrauen können. Sein Wort bleibt. Himmel und Erde werden vergehen, aber seine Worte werden nicht vergehen. Unser Glaube gründet sich auf diese Gewissheit. Gottes Wort steht wie ein Fels in der Brandung. Und ich stehe auch so. Das ist die Gesinnung, die wir hervorbringen wollen in dem Jünger. Und dann wird er stehen gegen jeden Wind der Verführung und der List, die da so durch die Lande weht. Halleluja.